Seit mehr als 200 Jahren, seit dem Erscheinen des Dramas Das Käthchen von Heilbronn von Heinrich Kleist, stellt sich in Heilbronn die Frage, wie der Dichter wohl auf die Idee kam, Heilbronn als Schauplatz zu wählen. Und gab es in Heilbronn ein Vorbild für die Käthchenfigur? Eine Heilbronnerin, die Kleist zu seinem großen historischen Ritterschauspiel inspiriert hat? Diese Frage hat Heilbronn stark bewegt und es wurde in Kleists Leben und Wirken nach Hinweisen geforscht, die Antworten auf diese Frage hätten geben können. Hier in Heilbronn auf dem alten Friedhof liegt zusammen mit anderen Mitgliedern der Familie Klett Elisabeth Klett, geborene Kornacher, genannt Lisette. Sie lebte von 1773 bis 1858 und galt in Heilbronn lange Zeit als das Urkäthchen, als diejenige, deren Geschichte Heinrich von Kleist inspiriert hatte. Der Stadtchronist und Rektor des Heilbronner Gymnasiums, Friedrich Dörr, war um 1900 einer der ersten, der einen Bezug zwischen Kleist, Käthchen und der Heilbronner Bürgermeisterstochter gefunden hatte. Vor Erscheinen dieses Schauspiels, schreibt er, wusste man nirgendwo von einem Käthchen von Heilbronn. Seine These hat Friedrich Dörr auch in der zweiten Auflage seiner Chronik der Stadt Heilbronn aufgeführt. Er schreibt zum Jahr 1783: Dr. Eberhard Gmelin, geboren 1751, kommt als Physikus nach Heilbronn. Er war ein Vertreter und Anhänger der mesmerischen Lehre. Er machte Kuren mit Anwendung des animalischen, tierischen Magnetismus, Hypnotismus. Unter anderem behandelte er hypnotisch Elisabeth Kornacher, Tochter des Bürgermeisters, worüber er schrieb: Geschichte einer magnetischen Schlafrednerin 1789. Diese Schrift, die er dem Professor und Physiologen Schubert in Dresden zusandte, gab dem Dichter Heinrich von Kleist, der sie dort kennenlernte, Anregung und Anlass zu seinem Schauspiel Das Käthchen von Heilbronn. Lisette Kornacher war die Tochter des reichsstädtischen Bürgermeisters Georg Christoph Kornacher. Sie wurde 1773 in Heilbronn geboren und kam 1789 wegen verschiedener Beschwerden beim damaligen Heilbronner Stadtarzt Eberhard Gmelin in Behandlung. Die Verbindung zu Kleist ergibt sich über den Dresdner Arzt und Gelehrten Gotthilf Heinrich Schubert, der im engen Kontakt mit dem Dichter stand und 1808 in einem Vortrag in Dresden die Heilbronner Fallgeschichten von Eberhard Gmelin vorstellte. Schubert berichtete in seiner Autobiografie: Denn namentlich für Kleist hatten Mitteilungen dieser Art über Hypnose so viel Anziehendes, dass er gar nicht satt davon werden konnte und immer mehr und mehr derselben aus mir hervorlockte. Die Vorstellung, das Urkäthchen in der Familie zu haben, erfüllte die Nachfahren der Bürgermeisterstochter Lisette Kornacher mit Stolz. Sie hatte 1796 den Arzt Christian Johann Klett geheiratet und brachte insgesamt 9 Kinder zur Welt. Im Jahr 2008 nahm die Witwe des Ur-Ur-Urenkels Ralf Klett Kontakt mit der Stadt Heilbronn auf. Die in Zürich lebende Dame wollte mit einer testamentarischen Verfügung sicherstellen, dass der Nachlass von Elisabeth Klett zurück nach Heilbronn kommt. Möbel, Gemälde, Bücher und andere Gegenstände. Anfang 2009 wurde ich deshalb nach Zürich geschickt, um Einzelheiten mit Frau Klett zu besprechen und die in Frage kommenden Objekte zu sichten. Die Fülle an Gemälden und wertvollen Möbeln war beeindruckend. Und sie zeigte, dass die Tradition des Urkätchens von großer Bedeutung für die Familie war. Frau Klett wünschte sich, dass die Gegenstände nach ihrem Tod in einem Museum in Heilbronn ausgestellt werden. In der Dauerausstellung der städtischen Museen im Museum im Deutschhof widmet sich eine kleine und feine Einheit der Familie Klett und ihrem Urkäthchen. Gezeigt wird eine Auswahl der Gemälde, Möbel und Gegenstände aus dem Nachlass von Frau Klett. Die Ehre, die Lisette Kornacher innerhalb der Familie zuteil wurde, ist hier deutlich zu spüren. Dennoch, Lisette Kornacher war keineswegs das
Urkätchen. Sie war sicher nicht das Vorbild, nach dem Heinrich von Kleist seine Bühnenfigur entwarf. Inzwischen wurden weitere mögliche Vorbilder entdeckt, insbesondere die Heilbronner Kaufmannstochter Charlotte Elisabete Zobel, geboren 1774, also annähernd gleich alt wie Lisette Kornacher und mit dieser befreundet. Sie war ebenfalls Patientin von Eberhard Gmelin. Ihre Krankengeschichte passt in einigen Details besser zu den Ausführungen des Dresdner Arztes Gotthilf Heinrich Schubert. Aber diese Suche nach dem Heilbronner Vorbild verkennt die Grundzüge literarischer Produktion. Sie strebt nicht nach einem Abbild der Welt. Ihre Einflüsse lassen sich kaum in detektivischer Kleinstarbeit aufdecken. Heinrich von Kleist hat sich selbst zu den Quellen und möglichen Anregungen zum Kätchenstoff nicht geäußert. In einem Brief vom Sommer 1811 schrieb er: Sobald ich mit dieser Angelegenheit fertig bin, will ich einmal wieder etwas recht Fantastisches vornehmen. Alsdann will ich meinem Herzen ganz und gar, wo es mich hinführt, folgen und schlechterdings auf nichts Rücksicht nehmen als auf meine eigene innerliche Befriedigung. Das Urteil der Menschen hat mich bisher viel zu sehr beherrscht. Besonders das Käthchen von Heilbronn ist voll Spuren davon. Es war von Anfang herein eine ganz treffliche Erfindung und nur die Absicht, es für die Bühne passend zu machen, hat mich zu Missgriffen verführt, die ich jetzt beweinen möchte. Die Heilbronner Suche nach dem Vorbild für das Käthchen ist verständlich. Das Ritterschauspiel wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein zentrales Element des Stadtmarketings, auch wenn es den Begriff damals natürlich noch nicht gab. Käthchen Haus, Käthchen Bier, Käthchen Puppen, Käthchen Schokolade und natürlich die jungen Heilbronnerinnen, die bei besonderen Anlässen als Käthchen auftreten. In Heilbronn trifft man überall auf das Käthchen und lange Zeit hat sich die Stadt auch als Käthchenstadt bezeichnet.